Das Spülen des Klimasystems ist notwendig, um eine fachgerechte Reparatur durchzuführen und um teure Folgeschäden zu vermeiden. Wartungsarbeiten an Klimaanlagen dürfen nur von zertifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Die entsprechenden Sicherheitshinweise und Herstellervorschriften sind hierbei zu befolgen. Um die Funktion der Klimaanlage zu überprüfen, schließen Sie das Klimaservice-Gerät an und führen einen Funktionstest durch. Überprüfen Sie die Kältemittelmenge, die sich im System befindet. Verbinden Sie dazu Hoch- und Niederdruckseite und öffnen Sie die Kupplungen der Serviceschläuche. Liegt, wie in diesem Fall, ein Schaden am Kompressor vor, muss dieser ersetzt werden. Je nach Schadensursache ist ein Spülen des Kältemittelkreislaufs notwendig. Davor muss aber das verbliebene Kältemittel abgesaugt werden. Bauen Sie zuerst alle notwendigen Anbauteile wie die Stoßstange und Motorabdeckungen aus. Überprüfen Sie weitere Bauteile wie zum Beispiel den Kondensator auf Beschädigungen. Ist dieser undicht, darf er nicht gespült werden, sondern muss überbrückt werden. Vorsicht! Obwohl das Kältemittel abgesaugt wurde, kann es dennoch zu einem Druckanstieg durch im Kompressoröl gelöstes Kältemittel kommen. Daher das System vor dem Öffnen nochmals drucklos machen. Lösen Sie den Antriebsriemen sowie alle Anschlüsse und elektrische Verbindungen und bauen Sie den defekten Kompressor aus. Entleeren Sie das Öl aus dem defekten Kompressor und prüfen Sie es auf Verunreinigung. Trübes oder dunkles Öl sowie metallischer Abrieb oder Wasser im Öl geben eindeutige Rückschlüsse auf den Ausfallgrund des Kompressors. Bei diesen Schadensbildern ist ein Spülen unumgänglich. Zum Spülen des Kältemittelkreislaufs müssen Drossel oder Expansionsventil ausgebaut und durch spezielle Adapter überbrückt werden. Auch der Trockner bzw. Akkumulator muss ausgebaut und überbrückt werden. Dieses Bauteil nimmt Schmutz und Feuchtigkeit auf und darf daher nicht gespült werden. Damit Verschmutzungen vollständig aus dem System entfernt werden, müssen Drossel oder Expansionsventil als auch der Trockner bzw. Akkumulator grundsätzlich ersetzt werden. Schließen Sie die passenden Spüladapter an die Hoch- und Niederdruckleitung des Fahrzeugs an. Schließen Sie den Verbindungsschlauch des Spülkits an die Hochdruckleitung des Fahrzeugs an. Zu erkennen ist diese Leitung am kleineren Durchmesser. Der rote Serviceschlauch des Klimageräts wird mit der Niederdruckleitung des Fahrzeugs verbunden. Zu erkennen ist diese Leitung am größeren Durchmesser. Der blaue Serviceschlauch wird nun am Filter bzw. dem Ausgang des Spülkits angeschlossen. Starten Sie nun den Spülvorgang. Hierbei sind die entsprechenden Vorgaben des Herstellers zu befolgen. Außerdem müssen die Anzahl und Dauer der einzelnen Spülzyklen beachtet werden. Im Schauglas des Spülkits kann der Fortschritt nach jedem Reinigungszyklus beobachtet werden. Am Ende dürfen keinerlei Verschmutzungen mehr zu sehen sein. Sämtliche Verunreinigungen wurden durch den Filter am Spülkit aufgenommen. Daher muss der Filter auch regelmäßig gewechselt werden. Entfernen Sie nach erfolgreichem Spülen alle Adapter und Anschlüsse. Bauen Sie nun die neue Drossel bzw. das neue Expansionsventil ein. Wichtig ist hierbei, alle Dichtungen mit dem entsprechenden Kompressoröl zu benetzen. Wurden weitere Verbindungen geöffnet, sind die jeweiligen Dichtungen immer zu erneuern, um Leckagen zu vermeiden. Ersetzen Sie jetzt den Trockner bzw. Akkumulator und falls erforderlich auch den Kondensator. Die Schutzklappen am Trockner sind erst unmittelbar vor der Montage zu entfernen. So wird verhindert, dass Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft in den Trockner eindringen kann. Bauen Sie den neuen Kompressor ein. Schließen Sie alle Anschlüsse und elektrischen Verbindungen wieder an und montieren Sie den Antriebsriemen.
Vor dem Befüllen der Anlage muss diese erneut vorschriftsmäßig evakuiert werden. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um die verbliebene Restluft und Feuchtigkeit aus dem System abzusaugen und einen Unterdruck zu erzeugen. Nach diesem Prozess wird die Dichtheit der Klimaanlage überprüft. Erst bei positivem Ergebnis erfolgt die Befüllung. Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Kältemittelmenge und Sorte und ergänzen Sie das Kälteöl der gespülten und ersetzten Komponenten. Führen Sie nach erfolgreicher Befüllung einen Funktions- und Leistungstest der Klimaanlage durch. Wichtig: Vor dem ersten Start des Kompressors müssen die Vorschriften zur ersten Betriebnahme beachtet werden. Näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage und in den weiteren Einbauvideos. Koppeln Sie abschließend die Serviceschläuche ab und montieren alle ausgebauten Teile. Hier haben wir die 10 wichtigsten Schritte für Sie zusammengefasst.